So, Telefon war hier. Hallo? Steven? Are you here? Ja. Steven? It's Eddie. Ja. Hey Eddie. Grüß dich. Wie geht's dir, Eddie? Oh Mann, Alter, warum wache ich denn? Ach, jetzt bin ich wieder in der Leichenhalle. Schön. Ganz hübsch. Das kommt an den Kühlschrank. Nicht. Oh, ist das fürchterlich. I'm lost. I was so sad. I've lost my figurines. Please find them for me. Oh, what? Soll ich jetzt hier deine Actionfigur suchen? Dein Skeletor und dein He-Man? Wenn du die verloren hast, kannst du mal alleine suchen. Ach, nicht doch. Das sieht man auch sehr schwer. Ach, oh, nicht doch. Oh Gott. Das ist deine Actionfigur? Willst du mich verarschen? Wie geht? Ich weiß nicht, ob ich dir zu gut finde gerade. So. Hier noch ein Bild. Ja, hier ist noch ein Bild. Oh, eine traurige Sonne und ein Rabe. Was hat das mit den Vögeln auf sich? Tja, wahrscheinlich denke ich jetzt schon zu lange drüber nach. Irgendwie, aber ich sehe nichts darin. Keine Ahnung. Ich sehe, was ist das? Keine Ahnung. Ich sehe darin ja nichts. Ich sehe darin einen Tintenklecks, der in der Mitte des Blattes zusammengefaltet wurde. So, okay. Das hier, oh Gott, das ist aber auch alles schön gemacht hier. Das, also ganz tolle Krankenhaus. Kriegt von mir 5 Sterne auf Yelp. So, aber wir haben doch uns noch nicht hier seine zweite Actionfigur gefunden. So, hier nochmal zurück. Okay, also fehlen mir noch 2 von den hässlichen Trollen hier. So, also noch Trapjaw und Beastman finden. Sollte ich die jetzt hier nicht finden, erstreckt sich die Suche noch über die anderen Etagen. Yay. Yay. Oh. So. Und wir fahren nach oben. Er macht einfach nur widerliche Geräusche, dieser Fahrstuhl, ey. Und er sollte sich von der definitiven Technik anbieten. So, bitte kein scheiß Jumpscare. Bitte, 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 bitte nicht. Ah. Oh, schau mal, das ist hier jetzt. Interessant. Die Fahrstuhl weg nicht mehr fahren. ist mir nicht. Kann ich den überhaupt rufen jetzt nochmal? Nope. He's gone. He's gone forever. So, die wunderbare Klaviermelodie wiegt mich in trügerischer Sicherheit und jemand hat die Sichtblinde weggestellt. Frau erleidet 30 Messerstiche. Ach du Scheiße. 2 Tage später wird das Kind im Schlaf erdrosselt. Ach Mann, hört auf. Das ist doch immer. So. Ist hier irgendwo? Patient Eddie, 41. Day. Having acquainted with the traumatic Eddie's past life, violence in the family, and pathology, I've decided that I will use a less invasive method of treatment. We can handle without hypnosis.
The confrontation with the past and dreams, connected with some mild anxiolytics, should be enough. I think that finishing the dream, so killing the wife and child, can join his split selves. All we need to do is wait and observe. Was sollte das denn bitte für einen therapeutischen Ansatz bringen, irgendwie jetzt? Ja klar, töte deine Frau und dein Kind. Lieber Steven, durch die Analyse deiner vorherigen Briefe und Beobachtungen glaube ich, dass das Problem mit verschmiert zusammenhängt. Bitte denke noch einmal darüber nach. Ich mache mir Sorgen um dich und deine Familie. Wenn ich aus verschmiert zurückkomme, besuche ich euch und wir können uns unterhalten. Abraham. PS, schicke deine Frau und dein Kind irgendwo hin. Stell sicher, dass sie in Sicherheit sind. Er tut so, als wenn wir Edward sind. So, okay, ja, jetzt sind wir hier oben. Dankeschön, jemand hat die Bahre weggerollt. Ach, wie toll. Wo sind wir denn jetzt hier? Central Hospital. Ach, der Otto Young, okay. Zeig mal direkt, ich gehe nach Hause. Scheiße. Geht natürlich nicht, wäre auch zu schön gewesen. Wische ich lieber ein bisschen durch. So, okay. Fahrstühle. Out of order. Kommen wir nicht rein. Hier kommen wir rein. Ist das hier eine kleine Teeküche? Ein Pausenraum? As the investigation has shown, the police have established that the brutal murder of the family of the famous doctor of psychology was caused by the local gardener, Edward S. Der fucking Gärtner hat, war der Gärtner. Der Gärtner hat die Familie umgebracht. Der hat meine Familie umgebracht. Schwein. Macht sein Häschen Rhododendron mal kaputt. Ja, ich sehe Vögel im Nest. In so einem Baumloch. Totaler psychologischer Strip hier, ey. Ah, guck mal hier, haben wir Beastman. Sehr schön. Schön gruselige Musik und wir laufen durchs Krankenhaus. So, ist hier noch ein Pausenraum? Nein, es ist das WC. Oh Mann. Och, echt. Oh, schön, hier hat jeder seine eigenen Waschlappen hier drin. Das ist ein Spülschwamm oder was? Und wie immer haben wir kein Spiegelbild. Es ist doch wirklich, also. Bitte? Oh, hier ist ein Brief. Was? Ach, das kenne ich ja nur zu gut. Oh, Duschen da hinten. Ist mir nicht so schön. Okay, alles klar. Ich hab Trapjaw neu gefunden. Warte einfach ab. Reise nach Jerusalem gespielt. Auch wieder ein Stuhltanz. Rain and Blood! Okay, kann mich jetzt selber gar nicht. Ich kann nach links und rechts schauen, aber ich bewege mich einfach nach vorne. Kannst dich aufhalten. Ist hinter mir, kann. Ich sitze auf einem Rollstuhl, das ist schön. Wow, okay. Was? Was?
Was ist das jetzt hier? Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Oh, lehn mich zurück, genieße die Show. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Man soll das wegmachen. Oh, wir fliegen wieder. Wir fliegen wieder. Wie dieser zimmerlose Raum hier, ey. Ey, türloser Raum. Zimmerloser Raum. Ja, schön. Schön. Ganz schau. Komplett duster. Vorne ist nur ein einzelnes Fussellicht hier. Oh, ja. Ja. Ja, Mann. Oh, ja. Wir haben eine Taschenlampe. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt gut ist. Oh, das war nicht gut. Sollte ich nicht machen. Okay, alles klar. Okay, ich darf also nicht in diese flimmernde... diese flimmernden Schichten reinlaufen. Kann ich hier hin? Ja, kann ich hin. Und... was ist denn nur los? Nein, auch das darf ich nicht. Verstehe, ich darf nicht zu dem unheimlichen Entführer-Bulli laufen. Dann laufe ich den Gang lang. Einfach den Weg runter. Chill mal meine Base. Sag mir einfach, hier sollte mal vielleicht jemand aufpassen, dass hier nicht irgendwann reinstolpert. Aber, naja. Manchmal leide ich schrecklich, weil ich mich selbst zurückhalten muss. Wenn ich dich mit einem so schönen Messer sehe, wenn du das Abendessen machst, dann stelle ich mir vor, wie du und ich in einer Umarmung mit kaltem Stahl in deinen Eingeweiden. Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Dann schaue ich in deine wunderschönen Augen voller Tränen, aus denen das Leben langsam schwindet. Dann träume ich, deinen schwindenden Lippen einen letzten Kuss zu geben. Eddie. So, also Eddie hat auf jeden Fall nicht mehr komplett die Erde in seinem Topf. Oh, Teserband, wunderbar. Können wir mal Jüte brauchen. So, also Eddie, ja. Uah! Danke, sag ich dazu. Einfach danke. Ich bin so dankbar dafür. So, was haben wir hier? Aha. Geschriebene Seiten. Ich sehe zwei Vögel, einen Spaten. Was Verbuddeltes oder Zerklopptes. Und dazu The Man in Black. Oh, ein Boot. Okay. But what should we do? Ich geh mal nochmal zum... Ah, schau mal hier. Die Bahn mit Bäumen? Oder was soll das sein? Ohne Leute? Mach mal Licht an, oder was? Lokomotive macht Licht und dann sind die Geister weg, oder? So, wenn ich jetzt... kann ich jetzt um das Ding rumlaufen? Ich weiß nicht. Oh. Quietsche-Ente! So, Licht das an. Ekeltyp ist weg. Hoffentlich. Keuchejochen ist gone. Leiche eines Jungen im Garten vergraben.
Im Zuge der laufenden Untersuchung hat die Polizei die Leiche von Theodore Towle gefunden. Der Sohn des bekannten Psychologen wurde vom Gärtner Edward S. ermordet und dann im Gewächshaus auf dem Grundstück begraben. Oh Gott, das ist, Alter. Mein Theo. Nein, ich guck jetzt hier erstmal eine Grab drin. Eine eklige Maus. Ja, ich weiß, es klingelt. Ich möchte auch noch nie rangehen. Was ist denn? For me. Please. Mom is lying here. She is so cold. Am besten lieber jetzt erstmal was trinken, wo noch nichts passiert, bevor ich hier irgendwie irgendeinen Jumpscare auslöse und ich hier komplette Wasser über den Monitor verteile. Dann wird schon passiert. So, okay, alles klar, wir sind wieder in Casa del Grusel. Wir haben doch gesagt, wir lassen den aus, ne? Wir lassen den aus, weil es doch Gewitter. So, das sind wir wahrscheinlich am Telefon. Fenster wieder zwei Vögel und dann Edward. Oh Mann, hat doch mal Barm, ey. Wenn ich jetzt hier nochmal rausgehen würde, ist das hätte ich vielleicht doch nochmal um die Ecke gucken sollen. Wir können in den ersten Stock. Yay! Ganz geil, ganz geil. Und haben wir jetzt langsam. Oh, was ist jetzt hier? Quietscheente. Ach, Mann, Alter. Oh, Kinderlie. Mama ist ein bisschen tot. Oh. Gnadenloser Rahmen, Tierpsychologie von Juliet Simpsons. Jeden Morgen werden zwei Rahmen, Gedanken und Erinnerungen freigelassen und fliegen über die Welt. Ja. Rugin und Munin. Berichten dem Allvater, was geschieht. Oh, na. Ja, Gummistiefel werden es jetzt glücklich nicht bringen. Na, glücklich ein kleines Überflutungsproblem. So, na gut, dann gehen wir mal hoch. Können wir hier raus? Können wir einfach gehen? Nein, können wir nicht. Das wäre auch zu schön. So, okay, hier ist der Müll aufgetürmt bis oben hin. Wir könnten durch die Tür hinter uns gehen und der Rest sieht erstmal zu aus. Bekannter Psychologe von Ethikkomitee beschuldigt. Die experimentelle Behandlungsmethode für Geisteskranke, die von Dr. Stephen Dover entwickelt wurde, ist schon seit langem eine große Kontroverse. Nach den Behandlungen verschlechterten sich der Zustand der Patienten drastisch, aber Dr. Dover hielt an seiner Behandlungsmethode fest. Die Vereinigung der Psychologen hat Interviews mit den Patienten geführt, die Dovers Film gesehen haben. Die Untersuchung führte zu einer früheren Patientin, die nach einer solchen experimentellen Sitzung Selbstmord beging. Die junge Frau warf sich einen fahrenden Zug und der Psychologe versteckte jegliche Hinweise, die ihn mit dieser Patientin und seiner Methode verbanden. Krass. Der Doktor fälschte sogar die Akten nach der Autopsie, um den Folgen zu entgehen. Das medizinische Ethikkomitee übernimmt große Anstrengungen, Dr. Dobel die Lizenz zu entziehen und die betroffene Familie kündigt eine Anklage an. Krass. Krass, Alter. Ich bin jetzt anscheinend auch nicht unbedingt so, dass... Was haben wir denn da? Ich möchte das haben. Was ist das? Was ist das? Ein Diktiergerät.
Kann man das mal zumachen, bitte? Oh, hier gibt's einen Text. Erinnerung, 1942. Aber ich habe mehr Angst, dass Erinnerungen zurückkehren könnten. Patient, data, today is 28th of March. March! No. Weird case. Only experimental methods. Only experimental. No. Why him? I don't know. Weird case. Gut. Also Steven hat ohne mehr alle Schrauben irgendwie in seinem Werkzeugkasten. Das ist auf jeden Fall... Das ist schon krass irgendwie, wenn halt wirklich Patienten danach Selbstmord begangen und er wirklich Spuren verwischt hat, die ihn in Verbindung mit ihr bringen. Und hier, das passiert bestimmt auch ganz schlimm mit. Ja! Eigentlich, ich hätte darauf vorbereitet sein müssen. Mach das mal zu. So, Telefon. Ja doch. Besetzt. Why? So. Oh shit. On Monday, Eddie was born. On Friday, he had a family on his own. On Wednesday, his dreams did not allow him to sleep. So on Thursday day, he visited the doctor to confess so deep. On Friday night, he did what the doctor told him to do. On Saturday, he did not have his family. He did the deed. Okay, ja. What? Wo sind wir denn jetzt? Was? Das ist schon ein krasser Stilbruch jetzt hier irgendwie gerade. Yeah. Ein schönes Kanapé. Gut, dann gehen wir mal weiter. Oh Gott, ist das nicht der nächste Fußball? Du hast ein sehr talentiertes Kind, das sehr ruhig und zeigt Charakter des Träumers. Ja, aber hatten wir schon. Das kennen wir schon. Und wir haben es mitgenommen. Weil es so schön geschrieben war, nehmen wir es einfach mit. Also ist vielleicht Steven und Edward eine und die gleiche Person? Wo liegt die Grenze zwischen der Realität und dem Traum? Wo ist unser Leben? Ja, unsere Träume, das war auch schon. Das kennen wir auch schon. Okay, also wir sehen jetzt quasi, ja,
mehr oder weniger. Haben wir jetzt unsere Frau getötet? Ich würde mal fast sagen, ja. Oh nein! Ach, ey. Ist hier noch irgendwo eine Quietscherente, die wir finden können? Alter, Kind. Okay. Wirklich länger. Tja. Würde gerne springen können, aber kann nicht springen. So, soll ich rückwärts laufen? Nein. Oh, Quietschente! Also ab dem Punkt wird das Spiel jetzt gerade ein bisschen weird für mich irgendwie. Also es war ja schon vorher ziemlich... Nein. Ah, okay. War vorher schon sehr, sehr, sehr abgedreht, aber das ist jetzt gerade so ein krasser stilistischer Bruch irgendwie. Also nicht, dass es jetzt billig aussieht da irgendwie da draußen, aber das... Okay, hat das jetzt irgendwas mit Eis zu tun, mit Kälte? Steven, can I get into the bathroom for a while? Klar. Steven muss doch schnell fertig machen. Groß. So, ja. Spaten und Rabe. Und Grab. Und schön. So, nehmen wir uns jetzt hier mal noch die Flasche Flop mit. Flops. Nee, Plops. Das ist großartig. Einfach großartig. So, Liebling. Du bist jetzt im Badezimmer. Ich komme. Wo ist überhaupt das Badezimmer? Oh, das elterliche Schlafgemach. Das Master Bedroom. Ach, ja, voll. Na, das ist doch aber auch genau exakt das Bild, was man sich über das Bett hängen möchte. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wer hängt sich so weit über das Bett? Wer hängt sich so weit überhaupt an die Wand? Ich habe keine Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Ich habe Steven gebeten, mir zu helfen oder jemanden einzustellen, der helfen kann. Zumindest das kann er tun. Das ist alles, was ich erwarten kann. 6.4. Ich habe genug von Stevens verrückten Versuchen, ein Genie aus unserem Kind zu machen. Steven übertreibt. Ihn ins Krankenhaus zu bringen und dort irgendwelche Methoden an ihm auszuprobieren, ist eine kranke Marotte. Ich glaube, dass diese Ehe ein großer Fehler war. Ich werde Teddy zu seiner Großmutter bringen. Vielleicht kann er dort eine Pause von seinem Vater bekommen. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Oh, gut. War jetzt hier vorne war noch irgendwas, oder? Was? Da ist doch was. Ein Tuch. Wo wir das jetzt mal her haben? Die Spiegel sind auch alle. Die sind noch ganz. Zerrspiegel, ne? Boho. Die sitzen am kind of einen LSD-Trip. Das Kicks. So, hier war nochmal das schöne Kinderzimmer. So also ein Springteufel ist auch fies, ey. Oh. We need a key. From the bedroom. I forgot about it completely. Na, das hab ich doch dabei. Komm mal hier. Ich hab dir ein Tantor neu gebracht. Was willst du denn noch?
Habt ihr nicht ordentlich noch hingelegt oder wie? Ich bin in einer Zwickmühle. Ich bin in einer Zwickmühle, was unsere Beziehung angeht. Steven ist mein Arbeitgeber und ich schulde ihm eine Menge, aber ich weiß, hier geht es nicht um die Unterhaltungen in den Briefen. Treffen wir uns in 2 Tagen am üblichen Ort im Garten. Oh nein. Oh nein. Sie hat sich doch wohl nicht etwa mit Eddie eingelassen. Das ist ein Telefon. Schon wieder zugestellt hier. Teddy sagt, hört sich immer ein bisschen wie Teddy an. Ich bleibe mit meinen Teddys heute bei Eltern. So, und hier spricht der Captain der MS Niveau. Wir sinken. Ah, scheiße. So, lieber Evelyn, danke, dass du mir einen Brief über einen IQ-Test bei Kindern von Alfred Binnett geschickt hast. Dank diesem Bericht kam mir eine tolle Idee. Ich werde dir jetzt nicht die Einzelheiten verraten, weil ich es nicht beschreien will, aber sie hängt mit der Erhöhung des IQs von sehr jungen Kindern, die am Anfang einer geistigen Entwicklung stehen, zusammen. Das wird revolutionär. Toll, schön. 8 Kommas an einem Satz. Wunderbar. Stell dir nur vor, dass die intellektuelle Elite so früh entwickelt und gefördert werden, um unsere Werke und die Wissenschaft voranzutreiben. Die Menschheit könnte dieses enorme Entwicklungswachstum miterleben, dank meiner Forschung. Liebe Grüße, Steven. So, können wir noch irgendwas hier mitnehmen? Nö. Where do we go? Oh. Warum sind alle Truhen immer abgeschlossen? Research theme. The test of the therapy increasing the intelligence among children. The subject of the research, Theodore Dowell. The first attempts to increase IQ, I started using suggestion and manipulation method during REM sleep. The subject handled the experiment very well. I began the observation and started the manual visual tests phase. Alter, wie kann man bloß sein Kind so eine Scheiße unterziehen, ey? Der Fahrstuhl wieder da. Und du hast jetzt hier den... Oh, Alter, wie kann man sein Kind so einen Mist antun? Also... Oh, guck mal. Es gibt hier aber schon 2 Betten. In der Schlaf... beim Augenarzt. So, und die Musik ist wirklich sehr umweltschwanger. So, hier vorne nochmal schauen. Also, gehen wir nicht, weil es spiellangweilig ist, sondern weil es schon echt wirklich, wirklich spät ist. Aber es ist auch so packend. Gleichzeitig ein bisschen abstoßend. Klick. So, jetzt hin. Mein Daumen tut mir. Wir sind wieder einmal morgen. Wunderbar. Oh, das ist halt. Das ist nicht so schön. Oh, Leute. Sieht kaputt aus. Hm. Was sind das bitte? So, ich hab erfolgreich alle ausgemacht. Oh. Oh, du bist ja ein Ugly.
Boy. Girl. Ding. Alter, was? Ach, ich hab was gewonnen. Ach, schön. Nochmal ein Schlüssel. Dankeschön. Ist ja ein lustiger Rummel hier.